Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Redelinio TV. Heute wieder Transport Fever 2. Ein relativ kurzes Video, weil es nicht sehr viele Aufnahmen dafür gibt. Heute geht es um den Bau eines oder mehrerer Bauernhöfe mit Feldern und angrenzenden Fischfabriken oder Fischereien. Schaut es doch euch einfach mal an. Hier nehme ich jetzt die ganzen Abgrenzungen vor für die jeweiligen Felder. Also es wird ein größeres Projekt. Angebunden sind, glaube ich, 5 Bauernhöfe und 3 Fischereien. Genau, hier lege ich jetzt die ganzen Felder erstmal an. Die ganzen Bäume werden noch entfernt. Es werden verschiedenartige Felder benutzt. Einmal ganz normale Weizenfelder. Dann hier, das dürfte sowas wie Kartoffeln oder sowas sein. Zumindest die Farbe. Oder Mais oder sowas. Dann gibt es noch diese braunen Felder. Das ist einfach nur Erde, soll es darstellen. Schätze ich, die ganzen kleinen Felder von dem ursprünglichen Bauernhof entfernen, weil die zu klein sind für den Bauernhof, der hier geplant wird. Hier werden die Erdefelder angelegt. Alles in einem ziemlich großen Stil, wie man es auch aus der Realität kennt. Da hat man ja auch keine kleinen Bauernhoffelder, sondern eher die Felder sind eher größeren Ausmaßes. Hier werden jetzt noch Zäune um die jeweiligen Felder gebaut, um die Felder physisch abzutrennen voneinander und Straßenbegrenzungen zu ziehen.
Hier entsteht jetzt noch der Verladebahnhof, der die ganzen Güter aus den jeweiligen Bauernhöfen annimmt und aus den Fischereien und sogar aus einem anschließenden Kaffeerösterei. Dort werden die Waren per LKW hingefahren zu dem Bahnhof und werden dann auf Züge verladen und dann zu den jeweiligen Lebensmittelfabriken weiter transportiert. Zu den Lebensmittelfabriken wird demnächst auch noch ein Video kommen. Seid also gespannt. Die rechten zwei Gleise sind für die Getreide, für das Getreide verantwortlich und die linken zwei Gleise für den Fischtransport. Hier ein kurzer Überblick über das ganze Bauernhofgelände. Es ist schon ziemlich groß geworden. Hier seht ihr den Verladebahnhof von den ganzen Bauernhöfen. Die Schüttgut-LKWs transportieren Getreide. Die anderen LKWs sind entweder Kaffeebohnen, der dann weiter transportiert wird, beziehungsweise der Kaffee, der dann wieder dorthin transportiert wird. Hier eine kurze Impression mit einem einfahrenden Fischzug, der die Fische jetzt auflädt und mitnimmt und direkt zur Weiterverarbeitung weiterfährt. Hier jetzt noch ein paar Impressionen zu den angrenzenden Fischereien, Bahnhöfen, Bauernhöfen und Kaffeeröstereien, wie ihr hier seht. Das Ganze ist ziemlich groß geworden mit 5 Bauernhöfen, 3 Fischereien und einem Kaffeebeerenplantage. Hier ein Bauernhof, wo gerade Getreide abgeholt wird. Das hier ist der Bahnhof bei der Viehwirtschaft, wo das ganze Getreide abgeliefert wird. Ja, und hier nochmal ein Gesamtüberblick über das ganze Areal. Ich hoffe,
die Folge hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Willkommen bei Redelinio TV.